Skrill, drop it hard. Hallo Leute, Dingo wieder am Start und ja, wie ihr seht, haben wir hier ein neues Projekt. Er hat gesagt, ein neues Spiel, das heißt Mirror's Edge, glaube ich. Ich habe jetzt schon die Soundoptionen tiefer gestellt. Ich muss mal kurz nochmal den Timer starten. So, ich würde mal sagen, wir fangen da mal ein neues Spiel an. Einfach nur so, just for fun, würde ich mal sagen. Wir nehmen leicht, weil wir das gerade zum ersten Mal spielen sozusagen. Ja, ich lasse dann mal laufen, ja? Einst pulsierte diese Stadt vor Energie, dreckig und gefährlich. Aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität, dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Zeit fürs Training, Faith. Ja, ich weiß, du hast es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieht dir das neue Trainingsgelände an? Schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs und schließt dich an und lass es mitziehen. Okay. So, jetzt sind wir in Game drin, ne? Ich finde, also Mirror's Edge ist eine Jump and Run in Dings. Aua. Aua, aua. Es war Stacheldraht. Aua, aua. Oh, komm her. Ist eine Ist ein Jump and Run Spiel in Ego Position, also in Ego Perspektive. Und von denen gibt es nicht wirklich viele. Aua. Ich bin echt so intelligent. Das ist übrigens, glaube ich, unsere Schwester. Ja, das ist, glaube ich, unsere Schwester. Die heißt Celeste. So viel ich weiß. Ja. Folge Celeste. Ja. Oh. Tja, ich hab's drauf, Bitch. Nur nachher kommt ein Teil, wo vielleicht eine Weile dauern könnte. Und jetzt. Ja, balancieren. Ich kann das doch. Ja, jetzt in diesem Tutorial werden jetzt einfach mal die Grundbasis Sachen gezeigt. Ich glaube, das sind auch gerade mal die alle Sachen, die ich fürs Spiel wissen müsste. Ja, wow, du bist aber eine gute Kletterin. Warte, mal zurück. Na, verdammt, gescheitert, wow. Sind aber streng. Ich weiß ja, wie das geht. Das brauchst du mir nicht normal zu zeigen. Ups. Was war das? Muss ich vielleicht ein bisschen länger warten? Ich weiß ja nicht. Das erste Mal. Moment, also ich lese kurz. Also gut. Ja. Okay, warte. Da, ja. Ja. AAD. Was ist mit dem mit AD? Tue ich dann, achso, weiter rechts und weiter links. Tue ich dann mal kurz so, ja, so. Ist vor, so.
jetzt kommt schon. Ja, festgehoben. Oh yeah. Perfekt, Leute. So. Und jetzt hopps. Fest dem. Und jetzt kommt der spannendste Teil hier. Ja. Um die Ecke. Wow. Echt sehr schwer. Jetzt kommt dieser Teil. Wenn ich es nicht sofort schaffe, dann werde ich kurz einen Cut machen, bis ich es geschafft habe. Das ist sehr schwer. Ich weiß echt nicht, was sie für Probleme haben. Leertaste, Q, Leertaste. Durch das mal an. Leertaste, Q, Leertaste. Gescheitert. Das war doch genau richtig. Vielleicht muss ich ein bisschen schneller oder so, was weiß ich. Ja. Bitte. Nein. Ich mache einen kurzen Cut, bis ich es geschafft habe. Also bis gleich. Ja, Leute. So, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Tschüss, schöne Welt. Batsch. Oh, ja, toll. So, Leute, willkommen zurück. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, ob ich es schaffen werde. Wenn ich es schaffe, werde ich es euch erzählen. Ja, nur jetzt gerade eben hat mein Wecker geklingelt. Das bedeutet, ich muss jetzt aufhören. Wie schon mal in Minecraft Let's Play gesagt, die Zeit ist begrenzt. Leider, leider. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ja, Dingo, mehr als nur Pixel. So. Yeah. Yeah.